Ach, mich hat wieder die XCOM-Sucht gepackt. Eigentlich wollte ich ins Bett. Und doch möchte ich diese Mission hier noch spielen und schaffen. Ich habe keine Ahnung, wo das Ufer ist. Normalerweise bin ich mir gewohnt, dass es hier hinten ist, aber... Ich glaube, ich habe die Karte schon zu lange nicht mehr gespielt. Ich habe keinen Meld gesehen auf den ersten Blick. Dem Geräusch nach... Wo ist das Ufer? Ist das Ufer hier hinten? Das ist ein langer Korridor. Ich werde mich versuchen, zuerst auf der linken Seite durchzuschlagen. Das heißt, wir machen mal einen Blick. Wo wollen wir einen Blick wagen? Das ist eine... Das ist eine nicht so günstige Karte, habe ich gerade das Gefühl. Sehr viel Deckung. Soll ich mich rechts durchschlagen oder links? Ne, wir gehen mal links vorbei. Sobald wir diesen großen Parkplatz hinter uns haben, ist, glaube ich, die Gefahr da vorüber. Gehen wir mal hier. Niemand da. Feldposten. Dann geh du... Wer denn noch? Du kommst nicht so weit. Gehen wir mal hier an die Ecke. Ist da jemand? Nein. Feldposten. Muss ich jetzt noch einen Blick hier in die Ecke werfen, weil da was sein könnte? Geh mir doch... Dann gehen wir einfach mal hier. Nur um sicher zu sein, dass mir da nichts in den Rücken kommt. Okay, da ist nichts. Dann gehst du mir... Hierher. Geh volle Deckung. Du kannst eh nicht mit der Schrotflinte anfangen. Also selbst wenn du was siehst, würdest du von der Entfernung her das niemals treffen. Heading to that location. Du schützt sie noch von der Seite. Und du gehst hier. Damit ist der nächste Schutz auch schon gewährt. Sehr schön. Keine schlechte Ausgangsposition so jetzt. Was? Da blinkt irgendein Firmenlogo oder ein Jobzeichen oder ähnliches. Also, wir würden theoretisch bis hierhin kommen. Als Vorderster. Hättest volle Deckung. Wenn du auslöst, könntest du wieder zurück. Würdest sie eventuell sogar anlocken. Also, machen wir. Niemand da. Du willst nur für Spannung sorgen. Dann geh du mir... Hier hast du volle Deckung. Würdest eigentlich über das Ziel blicken können. Machen wir. Sichere mir die Lage. Du gehst mir hier. Sicher. Du gehst mir neben sie. Sicher. Du kannst eigentlich überspringen, weil du musst ja eh weit rennen. Gehen wir mal nur hierher. Ich traue mich jetzt nicht hierher zu gehen, weil wenn da jemand ist und der es auslöst, wäre ich vollkommen flankiert. Lassen wir also bleiben. Und du kannst eh nichts machen. Mit der Schrotflinte, das heißt, wir rennen hier. Schön der Wand entlang. Dürftest nichts sehen. Sehr gut. Die Aliens bewegen sich nicht. Ob das unbedingt gut ist, ich weiß es nicht. Du könntest hier an die Ecke. Hättest volle Deckung. Machen wir. Okay. Watch the flanks, they're moving. X-rays coming in from the sides. 96% Treffsicherheit. Kritische Wertung. Alles Mögliche. Du triffst es. Schön. Teil 1 geschafft. Ich würde so gern jetzt hierher gehen und ihn dann von da flankieren. Ich habe aber ein bisschen Angst, dass da was kommt. Also ich habe Angst, was weiteres auszulösen, wenn ich hierher gehe. Soll ich es trotzdem wagen? Du hast eine normale Granate dabei. Was hätten wir denn für Alternativen? Mit dir hierher zu gehen?
machen wir das mal. Dann sehen wir, ob was da ist. Wir können immer noch reagieren. Nix da. Feldposten. Mit dir müsste ich... Könnte ich hierher. Eventuell würde ich dann... Ja, wobei, nie. Das ist das Risiko wert. Sehr schön. 42, 42. Mach mir einfach noch nix. Mit dir könnte ich hier, hätte ich eine volle Deckung. Problem ist allerdings, du machst einen weiten Blick nach links dann. Ist das Sufer da? Nee, das ist mein Flieger. Jetzt dachte ich gerade. Was machst denn du hier? Hier zu gehen ist zu gefährlich, denn das würde bedeuten, du würdest flankiert werden können. Dass du sie von da nicht siehst, wo du bist, verstehe ich aber auch nicht ganz. Ist die Laterne im Weg, oder? Eins nach rechts und dann Posten? Machen wir. Könntest theoretisch einen davon versuchen zu beschädigen. Du könntest aber auch du könntest eine Flashbang werfen. Da niemand da ist, würdest du eigentlich auch sicher hierher kommen können. Oder sogar hierher. Von da in die Flanke fallen. Das Problem ist allerdings, du erweiterst den Sichtradius hier nach rechts und könntest Probleme bekommen. Ist es das Risiko wert? Eigentlich ja, weil... Ja, Moment mal. Du mit der Schrumpf... Ja, die Schrumpflinte habe ich schon benutzt. Wäre vielleicht schlauer gewesen, die Schrumpflinte hierher zu setzen, sehe ich gerade. Und von hier zu schießen... Ach, im Nachhinein ist man immer schlauer. Hier zu schießen... Dann würden die sich bewegen... Und sie könnte gleich nochmal schießen. Das wäre eigentlich viel schlauer gewesen. Ich muss mich noch an die... daran gewöhnt, dass ich Fähigkeiten verbessert habe. 57, komm. Du kannst dich eh nicht bewegen. Flashbang. Sparen. Ja, wo? Sie werden sich bewegen, komm. Du triffst ja eh nicht. Das ist schlecht. Damn it. Oder wir nageln sie fest. Wir nageln sie fest. Mach Overwatch. Jetzt ist immer noch die Frage, was machen wir mit dir? Die werden sich vermutlich hier nach rechts zurückziehen. Wenn du hierher gehst, wissen sie aber, dass du da bist. Das andere Problem ist, sie können sich hierher zurückziehen jetzt. Und dann... Komm. Wenn sie sich jetzt zurückziehen, laufen sie mir hier direkt ins Feuer. Okay, Suppression, das geht. Was machst du? Du hast geschossen. Alles klar. Du bist unter Feuer. Ist alles nicht so schlimm. Bist du auch unter Feuer? Nee. Du darfst dich normal bewegen. Nur du bist unter Feuer. Das heißt jetzt... Wir haben bisher einen Abschuss. Die hat natürlich... meine Dings bekommen. Ich könnte jetzt hierher. Und von hier ihm in die Flanke fallen. Wäre gleichzeitig sicher. Würde ihn aus der Deckung treiben. Ich könnte hierher. Das ist gefährlich, weil ich dann rechts, je nachdem, wieder was auslöse. Ich habe immer noch die Gefahr, dass ich was auslösen kann. Dass ich da nicht unter Kontrolle habe. Also, die Alternative wäre... Siehst du ihn von da? Versuchen wir es, sonst schmeiße ich die Granate. Da müsste... Das müsste... Ja, wobei... Nee. Du hast den gleichen Blickwinkel wie hier. Du kannst ja nicht plötzlich von hier was sehen, wenn du hier nichts siehst. Mit dir könnten wir eigentlich nur so weit. Okay. Zeig mir dich nochmal. Mit dir könnte ich hierher. Hätte eine Deckung. Würde sie sogar im offenen Feld erwischen.
Möglichkeit 1. Oder ich gebe alle Kills ihr, stell mich mit dir dahin. Das wären 1, 2, ja, nee. Machen wir es doch so. Выхожу. 71, 69, warum? Warum zählt es nicht als Flankierung? Gut. Oder auch nicht gut. Dann gehst du mir jetzt hierher. 70, 70. Welcher hat, nimmt sie eigentlich unter das Feuer? Ist der andere. Das bist du. Okay. Du hast auch die Granate. Alles klar. Das ist der Richtige. Das ist der, der schießt im Moment. Aber keine kritische Treffer. Mit großer Wahrscheinlichkeit. Trotzdem, versuch's. Du triffst nicht von da! No, that is not good. Ach, leck's mir doch im Arsch. Jetzt habe ich genug. Genug gespielt. Die müssen jetzt sterben. Ich muss so schießen, dass möglichst nahe sie ist. Aber ich gleichzeitig nicht getroffen werde. Das heißt, noch ein bisschen näher. So. Ich habe das Gefühl, wir haben wirklich genug gespielt hier. Warum willst du die Granate nicht schmeißen? Ich klicke gerade wieder wie verrückt und will es nicht machen. Jetzt aber. Komm. 4 Schaden. Nicht die Welt. Und dafür ist aber das Feuer unterbrochen worden. Das heißt, du kannst jetzt reagieren. Von da schaltest du aber sicher einen aus. Das wäre Möglichkeit 1. Oder du gehst hierher. Das war Möglichkeit 2. Wie weit kommst du? Du kommst bis... bis hierher. Mach das mal. Bleib mir mal. Ich sehe schon, ich muss dich wieder nach vorne ziehen. Dann geh du mir mal hierher. 74, 73. Eigentlich spielt es keine Rolle, welchen du nimmst. X-ray neutralized. Okay. Wir versuchen es jetzt trotzdem noch mit dir. Das ist deine Chance. Ansonsten... ja, wobei... nee, wir haben dich ja noch. Dann geh mir du zuerst. Du wartest aber noch, gib dem Rekruten zuerst die Chance. Sehr schön. Erste Gefahr ausgeschaltet. Ein Overwatch ist verschwendet. Geh, Hunker down. Du kannst mir eher einen Overwatch machen. Da gab es ja Explosionen und alles. Vielleicht lockt es ja irgendjemand an. Macht's nicht, aber dafür haben wir rechts einen Meld. Ich möchte mich im Moment ungern bewegen. Das heißt, du gehst mir nur in eine volle Deckung. Lädst mir nach. Du hast eigentlich gar keine richtige Deckung. Du könntest dich noch normal bewegen. Könntest hier was aber auslösen. Geräusche kamen von rechts. Moving out. Das heißt, du gehst mir hierher. Moving to position. Mach's mir hier einen Feldposten. Weil sie sich doch überlegen, von rechts zu kommen. Du gehst mir... du müsstest eigentlich gesichert sein von den Seiten. Also komm, geh mir hier. Hunker down. Du
gehst mir die Seite abdecken. Mach mir einen Feldposten. Du gehst mir noch zu ihm. Und machst mir hier den Feldposten. So, falls sie jetzt von hier kommen, wären zwei bereit und der dritte allenfalls, falls sie zu nahe kommen. Sie sind hier hinten, eindeutig. Ja, so ist es. Na gut, dann... Geh du mir zuerst mal... Wie weit geht dieses Gebiet noch? Bis hier hinten, okay. Der Meld blende ich jetzt komplett aus. Der Meld ist mir nicht wichtig. Du könntest hier nach oben. Mach das mal. Niemand da. Feldposten. Kommst du bis zur Wand? Du kommst bis zur Wand. Yes, Commander. Feldposten. Du könntest hier Feldposten beziehen. Oder du gehst hier, Volldeckung. Machen wir. Feldposten. Du bist jetzt ein bisschen sehr weit weg vom Schuss im Moment. Gehen wir mit dir hier. Und mit dir würde ich jetzt hier herrennen. Komm. Du bist viel zu weit weg. Und mit dir hierher könnte ich aber nicht mehr reagieren. Aber es dürfte eigentlich nichts passieren. Gut, gut, gut. Geräusche hier hinten. Kommt jemand hier nach oben? Nicht in einmal. Du würdest aber hierher gelangen. Machen wir das mal. Warten wir es ab. Du könntest mir eins rüber. Ist eine halbe Deckung nach rechts oder hierher? Nee, eigentlich stehst du da so ziemlich genial. Bleiben wir genau da. Du könntest... Du könntest hier in voller Deckung, oder? Ja. Wie weit sind die anderen weg? Es hält sich in Schmerzgrenzen. Ich möchte eigentlich mit dir nach oben. Gehen wir mal hierher. Mach mir einen Feldposten. Dann kannst du nachziehen hier. Feldposten. Nix. Feldposten. Ja, okay. Nachladen. Wenn wir schon sonst nichts zu tun haben. Soll ich jetzt schon nach oben? Du wirstest ja eigentlich geschützt sein von der Seite. Das heißt, ich könnte tatsächlich jetzt hier schon nach oben. Machen wir es. Hier volle Deckung. Blick nach links. Da kommen sie. Nicht getroffen. Nächster Reaktionsschuss. Nicht getroffen. Damn it. Gott im Himmel. Nächster Reaktionsschuss. Endlich einer, der trifft. Und aufgestiegen. Sehr schön. Bevor irgendjemand was anderes macht, will ich dich. Also hier links ist nix. Hier hättest du eine volle Deckung. Wobei die ja von oben... Ja, das ist zu weit weg. Du musst... 50%. Geh mir näher. So. Wir sehen alle Ziele.
Nehmen wir den vordersten. Oder wir warten noch. Du hast noch einen Schuss zur Verfügung. Du könntest hierher. Machen wir. Warten wir noch. Du hättest die Möglichkeit, seine Position zu übernehmen. Oder? Das bringt dir nichts. Kommst du nirgends anständig hin. Da bist du zu weit weg. Du würdest genau bis hierher kommen. Machen. Okay. Warten. Also. Die Möglichkeit, eine halbe Deckung allenfalls zu machen. Gegen jemanden, der eine volle Deckung hat. Sturm und Schuss bringt dir da, wo du jetzt bist, gar nichts. Du könntest aber theoretisch hierher gelangen. Dann allenfalls von hier. Die Gefahr ist... Die Gefahr ist eigentlich klein, dass der, was hier passiert. Ansonsten hast du ihn noch. Renn. Gut. Dr. Pille. Was machen wir mit dir, Dr. Pille? Du könntest hierher. Halbe Deckung. Du könntest hier... Oh, du könntest sogar hier nach oben. Da gibt es aber gar keine Deckung. Du könntest hierher... Ich habe Angst, wenn ich dich hier nach oben schicke, dass du... Nee, das... Die Gefahr ist klein. Geh ich mir hier. Mach mir einen Feldposten. So. Du siehst jetzt, dass hier rechts nichts ist. Ich traue mich trotzdem nicht hier nach oben. Das öffnet mir zu weit das Blickfeld. Gehen wir in dem Fall hier. So, was haben wir denn jetzt? 42, 27. Ach, da drin ist sogar was, um abgeholt zu werden. Sehr schön. 27, 42, 42. 50, 65, 65. 27, 42, 42. 42, 27. Alles klar. Dann, versuchen wir es. Getroffen, aber nicht genug Schaden. Wer wäre der Nächste? Du wärst ein nächster Zug leer. Hätte ich mir eigentlich vorher überlegen können, die Granate hier zu schmeißen. Schmeißen wir sie jetzt. Frag out. Deckung weg. Trefferchance. Überhaupt nicht gesteigert. Die sind immer noch in der Deckung. Flashbang. Soll ich eine Flashbang verschwenden? Ich würde nur einen erwischen. Komm. Du schaffst es. No! Adjusting sights. Neuer Versuch. Sehr schön. Einer weniger. Was macht ihr? Du schießt. Triffst nicht. Perfekt. Du verstärkst vermutlich den vorderen, oder? Du ziehst dich zurück. Schlauer Kerl. Nein! Wie immer, ich stehe vor dem Meld und er zieht sich zurück. Ach, das Spiel ist doch gemein. Bringt mir was jetzt das hier oben? Theoretisch würde ich eine Sicht nach rechts bekommen. Die Gefahr ist, dass ich was auslöse. Egal. Sehr schön. 46, 46. Warten wir es mal ab.
Wer hat denn noch Munition? Du hast noch Munition. Du könntest ihm... Du kannst ihm... Nein, du kannst ihm nicht. Ach, das wäre ein Wunschszenario, jetzt ihm in die Flanke fallen zu können. Du hättest von hier 50%. Du könntest ihn allenfalls in die Flanke fallen, aber auch bei dem hier vorne. Du hast noch einen Schuss und triffst ihn eher gering. Das heißt, du gehst mir in dem Fall hierher und machst mir eine Wache. Du bringst mir recht wenig eigentlich. Du kannst ein bisschen näher, aber... Komm. Du bist... Wo ist er? Da oben. Da oben ist... Dich will ich. 50% Chance zu treffen von hier oben. Mach das zuerst mal. Nichts getroffen. Zaraza. Gut. Oder auch nicht gut. Ich will eigentlich nicht näher. Weil dann falle ich ihm anfalls in die Flanke. Du triffst natürlich von da, wo du bist, recht schlecht. 27%. Okay. Wer hat mehr Lebenspunkte? Ich habe beide gleich viele Lebenspunkte. Du hättest noch eine Flashbang. Du wärst leer geschossen danach. Du hast keine Flashbang mehr. Eigentlich hast du deinen Zweck erfüllt. Komm. Ich hoffe, du hast es nicht gehört. 40%. Schon viel besser. Ja, okay. Jetzt kannst du wirklich von mir aus frisch Fleisch werden. Versuchen wir es noch mit dir. Du bist ja ebenso Rekrut. 39%. Auch nicht. Okay, schlagen wir zwei Fliegen in einer Klappe. Ich werde hierher rennen. Ihn damit von der Seite töten und ihm oben gebe ich Feldposten. Versuchen wir es. Du flankierst ihn doch von da. Ich hoffe, du tötest ihn auch, sonst habe ich ein Problem. Du tötest ihn. Sehr schön. So, und du bekommst Feldposten. Jetzt bewegt er sich vermutlich aus der Deckung. Oben. Sehr schön. Jetzt triffst du besser. Von oben. Perfekt. Wie geplant. Und der nächste Meld ist weg. Ach, ihr blöden Melds. Ihr seid doch gar nicht wichtig. Euch will gar niemand. Hier drin ist jetzt... Mir fehlt natürlich noch der Pilot. Ich nähere mich dem Pilot mal von der Seite mal vorsichtig an. Solid copy. Dürfte es ja nicht gesehen werden. Rack-tat-bang. Du bist eh leer geschossen. Das heißt, du gehst mir hierher. Lass mir nach. Du bist ebenso leer geschossen. Du gehst mir hierher. Lass mir nach. Dich muss ich ebenfalls auf die Seite hier bringen. Das heißt, du rennst mir... Nee, du gehst mir hier drüben lang. Zu gefährlich. Du gehst mir ebenfalls hier rüber. Ja, pass schon. Und lädst mir nach. Rock'n'Roll. So, jetzt. Dich könnte ich hier nachher nach vorne bringen. Du hättest da eine gute Schussposition. Die Frage ist halt, geht er überhaupt raus? Die Wahrscheinlichkeit ist eher gering, dass er das Gebäude verlässt. Ich könnte höchstens versuchen, ihn von hier nach links zu treiben. Du
kommst erstaunlich weit nebenbei. Gehen wir mal zwei Schritte näher, damit die Auswahl ein bisschen größer ist. Du dürftest... Komm, Karte. Du dürftest nichts auslösen hier. Bitte nicht. Bitte nichts auslösen. Sehr gut. Nachladen. Es dürfte ja wirklich nur noch der Pilot übrig sein. Ja, und damit ist auch der letzte Mail weg. Das ist mir... Das nervt mich. Eigentlich nervt es mich unbewusst, dass die Mail ständig verloren gehen, aber... Was soll ich denn machen? Kommt jemand da in die Deckung? Du würdest da in die Deckung kommen. That's affirmative. I've got a visual. Nein! Dich wollte ich noch gar nicht. Dich wollte ich noch gar nicht. Dich wollte ich noch gar nicht. Verzieren wir uns gleich wieder. Ihr seht ihn ja nicht. Das heißt, er sieht euch auch nicht. Verzieh dich gleich wieder. On my way. Also, hier wird er gesehen. Gestanden ist er hier. Das bedeutet, ich müsste mich hier annähern können, ohne dass er mich sieht. Wo ist meine Nahkämpferin? Du stehst hier. Kommst an die gleiche Ecke. Da war doch hier Entdeckung. Komm. Perfekt. Hier hinten ist Entdeckung. Das heißt, er bekommt es nicht mit, dass ich mich hier annähere. Das bedeutet, ich müsste doch eigentlich hier ebenso in Sicherheit sein. Bin ich auch. Sehr schön. Kommst du ebenfalls hier rüber? Super. Das sieht er auch nicht. Gut, du wartest noch. Kannst mir Hanker Daumen machen. Du müsstest doch eigentlich auch hier rüberkommen, ohne dass er das was mitbekommt. Das ist ein Dopp, das ist ein großer Block. Sehr schön. Und da ist mir gerade in die Falle gelaufen. Perfekt. Das heißt, wir gehen zuerst mal mit ihr hier. Du darfst mir gleich mal loslegen. Eventuell schaffst du es sogar in einmal. Du hast aber, glaube ich, die Beförderung schon bekommen, oder? Irgendjemand wurde schon befördert. Du wurdest schon befördert. Hattest du deinen Treffer schon? Ich hätte mir die Namen aufschreiben sollen. Du flankierst ihn und wirst selber gleichzeitig flankiert. Ich mache jetzt einen Sicherheitsbereich-Move. Das heißt, du gehst mir hierher. That's affirmative. Kannst du mir von hier aus treffen? Alles klar. Mit dir hätte ich eh was vor. Kannst du ihn eigentlich von hier oben treffen? Wahrscheinlich nicht. Das heißt, wir gehen hierher. Von da solltest du ihn eventuell treffen können. Genau. Du hast es ja eh schon, dein Kill. Das bedeutet, du beginnst das Feuerwerk. Nichts getroffen. Nicht schlimm. Wir haben noch genug Möglichkeiten. Du wirst flankiert. Wo könntest du denn überall hin? Hier hättest du noch eine Deckung. Gib mir hier. So. Getroffen. Wart noch. Du könntest... Triffst ihn von da. Das ist eine halbe Deckung, aber... Wir gehen das Risiko jetzt nicht ein, dass ich hier stehe und ihn dann nicht treffe. Geh mir... Du kommst doch noch bis hierher. Ja, пошёл. Gut.
warte mir noch. Du hast eine Blitzgranate. Eventuell brauche ich sie dann doch noch. Wenn es dann plötzlich nicht klappt. Wobei, nee, der ist tot. Der weiß es nur noch nicht. Versucht's einfach, komm. We nailed it, Commander. Sehr schön. Yes! Glaube ich. Ohne Verletzte. Ich hätte ihn perfekt im Kreis gehabt. Falls er es überlebt hätte, Schluss halt einfach meine Dame mit der Schrottgun. mit der Schrotflinte zugeschlagen. Excellent work, Commander. I'm impressed you were able to recover so much of the meld substance without any casualties. Naja, Meld habe ich nicht heimgebracht, aber schön, dass du mir einmal über den Bauch pinselst. 5 Beförderungen. Wundervoll. Ich nehme wieder mal einen Mediziner. Ich nehme wieder mal einen Sniper. Ein Grenadier. Raketenmensch. Und du wirst befördert. Korporal! Wow! Super. Du hattest Failed Surgery. Du hast 46 Wille. Aim plus 3. Okay. Das bin ich jetzt aber nicht ganz sicher, ob das wirklich was ist für dich. Moment mal. If on Overwatch, converse bonus reaction shot to a maximum 3 shots total for every reaction shot that is a hit. Da schießt du dich ja viel zu schnell leer. Das ist schon viel geiler. Smoke and Mirrors allows one additional use of all equipped support grenades during each mission. Das heißt, wenn ich ihm eine Blitzgranate, Flashbang mitgebe, könnte er die zweimal benutzen. Wenn ich ihm Rauchgranaten mitgebe, könnte er sie zweimal benutzen. Das ist eigentlich nicht schlecht. Was haben wir hier noch? Ich glaube, ich nehme das. Obwohl das andere auch sehr interessant ist. Und zwar nehme ich das auch, weil das 2 Wille gibt. Aber das ist auch sonst sehr toll. Und zwar erlaubt es mir das Medikit, damit kann ich jetzt neu kritisch verwundete Soldaten mit 33% ihrer maximalen Gesundheit zurückbringen, anstatt sie nur zu stabilisieren. Und wenn ich ja noch dieses Talent dazu habe, sollte es sogar eventuell ohne Verletzungen abgehen. Also sprich, er kommt zurück und wäre schneller einsatzbereit. Versuchen wir. Und damit habe ich einen zweiten Offizier. Sehr schön. Es läuft! Es läuft! 4 Sektoidenkörper, 3 Flieger, 5 Illyrium, 12 Alien, was auch immer, 8 Waffenfragmente, 2 Meld, 2 Uferflugcomputer beschädigt und eine Ufer-Power-Source beschädigt. Also, das muss der Pilot verantworten. Das war ich nicht. Waffenfragmente hätte ich ja immer noch. 12 Stück. 4 Tage. Schauen wir zuerst was anderes an. Der Beamlaser müsste ja gleich bereit sein. Aber bevor wir das machen, gehen wir noch in die Offiziersschule. Wo ist er denn? Nee, das ist der falsche Ort. Ich will an die Baracke. Genau, das reicht! Yes! 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 Ah, ich kann Squad vergrößern. Wow, 7 Stück, das ist sensationell. Schauen wir, was der Beamlaser kostet. Lass mir die Zeit noch für uns laufen. Ach, scheiße. Looks like they've changed their tactics. But why? Why do this? It's a message to the entire world that nothing can stop them. As this story unfolds.
Boah! Okay. Wenn ich... Ich hoffe, ich habe das richtig in Erinnerung. Wenn ich jetzt Ignore mache, kann ich aber trotzdem noch ganz kurz was machen. Ich sende einen Skyranger natürlich los, aber das... Jetzt will ich zuerst mal wirklich ganz dringend was machen. Ganz kurz. Hey, ich hoffe, ich schaffe es. Da oben ist es. 23 Stunden. Beamlaser vergessen wir. Beamlaser müsste ich ja noch zuerst mal aufbauen. Das Allerwichtigste jetzt. Und das sofort. Officer Training School. Squad Size. Los. So. Ha! Mit dem habt ihr nicht gerechnet, ihr Schweine. Mit dem habt ihr nicht gerechnet. 23 Stunden. Ich hätte 23 Stunden Zeit. Mal kurz gucken. Was hätten wir denn... Komm, was hätten wir denn hier unten? 23 Stunden. 14 Stunden. Ja, okay, aber Sniper haben... Sniper nehme ich schon mit. Alles klar. Gut. Ich habe Caterpie, bitte zum Dienst melden. Ich brauche einen Rocketeer. Ich brauche zwei Rocketeers. Haben wir einen zweiten? Zwei Rocketeers. Ist zwar schon übertrieben, aber... Wir machen hier jetzt keine Gefangenen. Ich brauche... Gunner für Unterdrückungsfeuer. Ich brauche... Ich hoffe, das ist der Richtige. Und ich brauche einen Medic. Schau mal kurz die Truppe an. Ich lade euch wieder ein. Ich mache mir noch Überlegungen dazu, ob das wirklich so sinnvoll ist, was ich gerade hier zusammenstelle. Und wir sehen uns gleich wieder. Willkommen zur vermutlich schwersten Mission bisher. Ich habe mich entschieden. Folgender Aufbau. Caterpie, du bekommst Sniper Rifle, taktische Weste, Pistole, Targeting-Modul, mehr kritischer Schaden, höher kritische Trefferchance, Scope für besser treffen. Müsste so klappen, hoffe ich. Du hast ja Squad-Zeit, außerdem die Möglichkeit, den Gegner zu entwaffnen und du bekommst Lone Wolf, wenn du alleine bist. Ich zähle auf dich. Rocketeer hat die Abilities Fire Rocket, ist klar, als Rocketeer sowieso, aber Ranger. Das heißt, ich mache mehr Schaden mit der Waffe. Außerdem bekommst du eine Shredder-Rakete. Das heißt, alle, die aufs gleiche Ziel feuern, machen mehr Schaden. Du dasselbe. Genau gleich ausgerüstet. Beide 1:1. Normale Rakete plus eine Shredder. Gunner. Unterdrückungsfeuer. Ich war versucht beim Gunner hier die Waffe zu wechseln, LMG zu nehmen. Das Problem ist am LMG, dass ich mich weniger bewegen kann. Und die Bewegung ist jetzt hier sehr wichtig, denn ich muss ja Geiseln retten. Das Geile am LMG wäre, dass ich viel weiter schießen könnte und vor allem Squad-Zeit hätte. Also ich könnte jemand unterdrücken, wenn der von irgendjemand von uns gesehen wird. Zusätzlich normale taktische Weste. Ich war versucht, ihr eine bessere Rüstung zu geben, aber... Der eine mehr Lebenspunkt, hoffe ich, macht es nicht aus. Und ich möchte ja Bewegung voran haben. Und natürlich eine Granate. Normale Granaten, damit ich noch mehr Schaden habe. Hier geht es nicht ums Ziel zu zerstören, das machen ja die schon. Aber diese Granate könnte mir noch das Leben retten. Trotzdem nehme ich eine Flashbang mit. Hier gebe ich jetzt eine Zielvisierung, denn normalerweise hat es in so Terrormissionen, wie ich mich jetzt gerade befinde, noch Schweber. Also diese komischen... Ich nenne sie jetzt Schweber. Nehmen wir sie Schweber. Diese bodenlosen Angriffstypen, wie auch immer. Bessere Treffersicherheit. Bessere Treffersicherheit und natürlich Medizinschrank. Hey, das wird jetzt die Hölle. Wer mein Video gesehen hat, warum ich die deutsche Version abbrechen musste, hat gesehen, ich habe die Terrormission da, glaube ich, mit 15 Zivilisten gerettet geschafft. Und keine Verluste. Wollen wir mal schauen, ob ich das wieder schaffe? Ich glaub's nicht. Das war so eine sensationelle Mission. Wir gehen nach Südafrika für diese eine. Und wir müssen da schnell. Wir haben Reports von Alien-Aktivität in einem densely populated urban center. Wir sollten die Area sichern und minimize further civilian casualties.
Der Tipp des Tages hier ist nicht so sinnvoll für mich jetzt. When facing an enemy at long range and armed with a shotgun, consider switching to a pistol for reduced damage but increased aim. Das bedeutet, wenn wir als Schrotflinten-Soldat jemanden auf weite Distanz bekämpfen, wäre es vielleicht sinnvoll, auf die Pistole zu wechseln. Das Problem hierbei ist ja, die Modifikation hat eine andere Pistolenberechnung. Je weiter weg jemand ist, desto schlechter trifft man mit der Pistole. Es sei denn, man hat dieses eine Perk, was ich ja nicht habe. Und hier geht es darum, Alien-Terror-Angriff ist gerade im Ablauf. Es sind viele Zivilisten vor Ort und jeder Verlust an weiteren zivilen Opfern würde bedeuten, dass die Panik sich noch steigern würde. Ein Versagen unsererseits hätte schlimmste politische Konsequenzen. Deshalb geht es darum, wir müssen möglichst viele zivile... Moment mal, falsch. Wir müssen möglichst viele Zivilisten retten. Die zivilen Opfer nach Möglichkeiten klein halten und gleichzeitig aber alle Gegner ausschalten. Die Raketenwerfer sind vielleicht hier nicht das Sinnvollste, aber ihr werdet noch sehen, warum ich das mache. Central, this is Big Sky. Confirm signal uplink. Strike team is in position near the terror site. Awaiting confirmation. Solid copy, Big Sky. Strike One has been given the green light. Your highest priority is to protect those civilians. Und das ist eine absolute Scheißkarte. Das wird eine Katastrophe. Das wird niemals gut gehen. Also ich bin schon zufrieden, wenn ich mit 10 oder mit 12 Zivilisten hier rauskomme. Das ist schlecht. Das ist ganz, ganz schlecht, was ich hier sehe. Och, hey. Spannung ist garantiert. In der nächsten Folge. Auf gleich.